Wahnsinn. Aber ja, ganz logisch. Ich meine, wenn jetzt hier nur die Realität eine zweidimensionale Membran ist, auf der hier Hologramme sind mit Partikeln, das war's dann mit meinem tieferen Verständnis. Oder soll der Haft? Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Vielleicht ist H.D.R. Hamilton Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H.D.R. Hamilton Operator? Ja. Großartig, wenn H der Hamilton Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel! Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere! Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Ich komme vom Planeten Vulkan. Ich lese viel Jules Verne und ich komme aus der Zukunft. Nein, Vulkan. Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Raketenbohrer? Ich brauche wirklich einen Raketenbohrer. Ich brauche wirklich, wirklich deinen Raketenbohrer. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Oh. Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße, das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Psst, es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Tja. Und schawupp. Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ist das nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. So ein Arsch. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Oh, eine Mauer, da können Sie nicht drüber.
hält Kid Tennant zum Narren. Hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Huch. Verschwunden. Ja, und jetzt? Ja. Können wir mit der hier auch gleich mal reden? Der Edna. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Was ist denn die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig. Und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Unhöflich. So. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben. Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben doch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Okay. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Treffen beginnt nicht sofort. Die Leute haben also etwas Zeit, alles einzurichten. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Hm. Fang mal an. Das Waisenhaus. Meine Güte, diese Kindchen haben aber einen Appetit. Okay, Edna, denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly?
Wozu brauchen wir die Suppe? Ja, okay, jetzt haben wir... okay. So, jetzt müssen wir erstmal unseren Großvater finden. Und den Keller der Suppenküche, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe und auch richtig verstanden habe. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe. Das ist die spezielle Suppe. Richtig, Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach da... Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Also das war mal eine Suppenküche. Warum betreibt Keten eine Suppenküche? Warum ist die Suppe in einem Fass? Könnte ich etwas Suppe haben? Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit warmer? Trotz kürzlichem Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Von keinem anderen Zweck. Genau. Was treibt einen so harten Kerl wie Kit Tennen in eine Suppenküche? Mr. Tennen erwarb die Suppenküche von den barmherzigen Schwestern, um seinen Ruf als respektables Mitglied der Gesellschaft wiederherzustellen, nachdem sein guter Name durch böswillige und heimtückische Taten von fehlgeleiteten Vandalen beschmutzt wurde, die seinen Geschäft sind. Seine illegale Bar. Illegale Geschäfte mit Alkohol kann ich weder bestätigen noch verleugnen hier in der... Ist eine verdammte Suppe, Kleiner. Der Allerhellste ist er wirklich nicht. Warum ist die Suppe in einem Fass? Weil sie sich vom Boden so schlecht schöpfen lässt. Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist eine Suppenküche. Was glaubst du also? Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Petersilie? Die würde vielleicht den milden Geschmack des Kohls unterstreichen. Milden Geschmack unterstreichen? Von was faselst du da? Keine Angst. Damit könntest du sogar recht haben, Junge. Lass mich sehen, was ich...